Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag im Bereich Photoshop. In diesen und den nächsten Beiträgen werde ich einfach mal die in View gerenderte V4 ein wenig verändern. Und zwar in diesem Beitrag werde ich zunächst einfach mal die Maske über eine Photoshop-Maske anpassen. Masken in Photoshop kann man über verschiedene Wege erstellen. Eine davon möchte ich gerne hier erst einmal zeigen. Und Masken an sich kann man nutzen, um irgendwelche Bereiche in seiner Grafik oder im Foto eben so anzupassen, wie es einem selber gefällt. Zunächst führt man hier eben eine neue Einstellungsebene, wie immer die Tonwertkorrektur durch. Den Punkt Tonwertkorrektur hatten wir aber schon, deswegen klicke ich einfach mal auf Auto. Ändert jetzt nicht viel. Moment, Ebene. Tonwertkorrektur, okay. Auto, okay. So, und dann reduziere ich das auf eine Ebene. Den nächsten Schritt kann man eigentlich auch im Modus RGB Farbe durchführen. Ich für meinen Teil wechsle hier gerne Bildmodus in den Modus LAB Farbe. Hier wähle ich dann im Anschluss neue Ebene eine Gradationskurve. Sage OK. Klicke mit der linken Maustaste hier einmal in die Mitte, um die Mitteltöne nicht so zu verändern. Ja. Und verändere erst einmal mal ein bisschen die Helligkeit. Wie man hier sieht, kann man das Bild schon alleine über diese Kurve hier drastisch verändern. Ich passe das nur ein ganz klein wenig an, wobei mir jetzt auch bei den anderen Kanälen ziemlich egal ist, wie das Gesicht an sich aussieht, weil wie gesagt, in diesem Beitrag geht es mir hier rein um die Maske. Ich gehe in den Kanal A und hier kann man die Rot- bzw. Magenta-Töne und die Grüntöne herausarbeiten. Ja, so sieht natürlich kein Gesicht aus und auch keine Maske. Ich stelle das mal so ein, das kann man hinterher immer noch wieder ändern. Gehe in den Kanal B. Und verändere mir auch diesen. Zum Beispiel in so. Das Gesicht an sich ist jetzt natürlich nicht so schön, aber wie gesagt, mir geht es hier rein um die Maske. Und ich lasse das einfach mal. So, okay. Es ist natürlich das komplette Bild betroffen und nicht nur die Maske. Das liegt daran, weil hier wurde automatisch eine Maske angelegt, also so eine extra Ebene hier. Ja, dieser Bereich, das sind immer Masken. Wenn man eine benötigt und hat das hier noch nicht, dann kann man hier unten auf das Symbol klicken und fügt dann automatisch eben eine Maske hinzu. Die ist nun weiß. Weiß bei einer Maske in Photoshop bedeutet, die Bereiche, die weiß sind, werden angezeigt und die Bereiche, die schwarz sind, eben nicht. Also wähle ich die Taste STRG und I und mache die Maske einfach schwarz. Ja, das hat überhaupt keine Auswirkungen jetzt, aber ich möchte hier die Maske gerne herausarbeiten. Deswegen wähle ich hier jetzt Weiß als Vordergrundfarbe, nehme hier einen Pinsel, den kann man ruhig ziemlich groß einstellen. Oh, kann noch größer sein. So, und male jetzt einfach hier über die Maske. Und wenn man sich mal vermalt hat oder zu viel gemalt hat, dann ändert man hier die Farbe halt wieder auf schwarz über diese Pfeile und nimmt das Ganze da wieder weg und beeinträchtigt das Bild gar nicht. Man muss nur eben nur darauf achten, dass dieser weiße Rahmen auch wirklich auf dieser Maske liegt, damit man nicht auf dem Bild an sich malt. Und schon kann man hier die Maske rausmalen. Ich halte das Ganze mal an, weil das Prinzip dürfte ja klar sein. Ich wollte das Ganze nur eben kurz fertig malen. So, entweder guckt man sich über die gedrückte Alt-Taste und klickt auf die Maske selber an und malt dann da halt noch das Ganze etwas genauer heraus. Ja,
dass das eben auch wirklich so sein kann. Oder eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel die Ebene zu duplizieren und man sieht hier wunderbar, wie das heraussticht und wo man drüber gemalt hat oder wo man eben auch noch gar nicht war. Ja, und kann das Ganze so verändern. Und wie gesagt, wenn man drüber gemalt hat, nimmt man halt eben die andere Farbe und malt nochmal darüber. Da sieht man immer noch ein wenig von, weil das jetzt halt eben zwei Ebenen sind. Es reicht aber, wenn man das auf eine ändert und die andere nachher einfach entfernt. So zum Beispiel. Ich mache das ja wirklich nur auf die ganz schnelle, nur zum Zeigen. Im Normalfall sollte man sich natürlich mehr Zeit lassen und die Lupe das Ganze noch vergrößern. Das sind eh nur 66,7%, also mal mindestens im Vollbildgröße angucken. Und im Normalfall vergrößere ich das sogar noch mehr. So, dann hat man ja hier diese Löcher, wo die Haut noch durchguckt. Die dürfen natürlich auch nicht wirklich in diesem Rotton sein. Also wie gesagt, wenn man das Ganze vergrößert, kann man da wesentlich besser arbeiten. Das ist wirklich nur Pi mal Auge. So, da sehe ich gerade noch, da war ich noch nicht richtig. So, zum Beispiel. Da noch ein bisschen wegnehmen. So. Ich denke, das sollte so zum einfach mal zeigen erstmal reichen. Die untere, wie gesagt, die werfen wir einfach mal weg. Dass wir nur noch diese haben. Und diesen Ink hier. Den möchte ich gerne so lassen, wie er im Normalfall auch ist. Deswegen mache ich auch da einfach mit Schwarz. Wieder hier auf den Pinsel klicken. Der ist ein bisschen groß. Ja, nehmen wir hier mal 5 und malen ihn wieder. Oder holen ihn wieder hervor. Beziehungsweise verdicken das von der oberen Ebene wieder. Ja, dass das von unten her durchscheinen kann. So. Jetzt ist das Ganze sehr lila und nicht eigentlich rot, wie ich mir das so vorstelle. Also kann man hier einfach nochmal klicken und geht dann halt nochmal hier rein und macht das Ganze vielleicht nicht ganz so extrem. Ja, so ein bisschen reicht ja. Eine leichte Kurve. Okay, es ist auf jeden Fall ein Unterschied zu sehen. Und jetzt können wir immer noch die Ebene nehmen, duplizieren und hier den Modi verändern. Man klickt man halt hier durch, dann sieht das eben ein bisschen mehr nach Metallic aus. Ja, ineinander kopieren wäre jetzt so. Ist schon schön rot, sage ich mal, aber 100% die Kraft ist einfach zu viel. Da will ich auf jeden Fall mal ein bisschen was wegnehmen und die Ebene vielleicht nochmal duplizieren und dann vielleicht negativ und wie gesagt mit der Alt-Taste hier unten auf die Ebene klicken, dann sieht man wie es vorher aussieht, wie es danach aussieht. Ja, dass das Ganze mal ein bisschen mehr nach ja, Rost und Blut aussieht, ist ja da auch verletzt und sieht überhaupt, wenn man sich das Auge mal anguckt, nicht so gesund aus. Ja, und auf diese Art und Weise kann man ganz einfach über so eine Maske hier halt
gewisse Bildbereiche verändern. Was mich jetzt noch stören würde, ist hier, dass der Bereich hier so hell ist. Da gibt es auch mehrere Wege. Man könnte hier jetzt einfach eine neue Ebene anlegen oder hier drüber eine Ebene, neue Einstellungsebene oder eine neue Volltonfarbe, sage okay, sage erst einmal okay, gebe dem hier 0%, klicke hier doppelt und wähle hier dann einfach einen Farbton aus, zum Beispiel so, sage okay, stelle das Ganze auf Farbe zum Beispiel, muss natürlich die Deckkraft wieder was erhöhen. Jetzt ist wieder das ganze Bild betroffen. Ich möchte aber ja nur ein ganz kleines Stückchen, also hier STRG und I, um die Maske umzukehren. Und male wieder mit einem weißen Pinsel. Ah, ich muss das Ganze erstmal ein bisschen vergrößern hier. Das Stückchen interessiert mich. Und den Pinsel mal ein bisschen vergrößern. Male dann dort rüber. Ja, das ist ein bisschen mehr so aussieht wie die andere Haut. Und diese Nähte da, die kann man ja auch wieder zurückholen. Hauptsache, das sieht nicht mehr so künstlich nach Plastik oder sowas aus, weil man weiß nicht genau, ob das mit zur Maske gehört. Ich würde mal behaupten, das ist mehr Haut, weil ja hier halt die Naht ist und das da so reingeht. Und dafür war mir das einfach schon von vornherein einfach zu orange. Hier hätte ich noch ein bisschen besser radieren können. Aber zum Zeigen, so soll das mal reichen. Mal sehen, noch mal gucken. So sah sie vorher aus. Sehr orange und glänzend. Und so sieht das Ganze geändert aus. Ich denke, das ist schon mal nicht schlecht. Okay, im nächsten Schritt werde ich einfach mal im nächsten Beitrag die Augen noch ein bisschen verändern. Und ja, dann ist die Dame auch schon fast fertig. Das war es soweit von meiner Seite. Vielleicht kann einer mit diesem Beitrag noch etwas anfangen und wusste das Ganze noch nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für das Ansehen meines Videos.